Morgen, liebe Leute, ich bin beim Vulkan Orizaba. Ist jetzt 1 Uhr nachts und ich bin auf 4200 Meter. Bin mal wieder meinen Rucksack umgeschnallt, das sieht man jetzt schlecht. Mal mit Katze hier hochgefahren, eine Wahnsinnstour, also richtig schwierig. Hier ist jetzt das Basecamp und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg, 5600 Meter. Mal schauen, ob ich es schaffe. Also, wenn ich es nicht schaffe, dann halt nicht. Ich sehe auf jeden Fall schon den Gipfel und es ist auch schon eine Gruppe andere Bergsteiger unterwegs. Und ja, ich follow jetzt halt denen ihr Lied, den Stirnlampen hinterher. Und ja, die Luft ist dünn, ich muss ja jetzt schon schnaufen. Jo, auch ganz interessant, ich habe keine Bergstiefel, habe jetzt einfach die Motorradstiefel genommen. Das habe ich in meinem Leben auch noch nie gemacht. Bis jetzt fühlt es sich gut an. Es hat ja einen Gletscher oben. Ich habe keine Steigeisen. Ich denke mal, spätestens da wird dann Schluss sein. Es kommt drauf an. Wenn es weiche Struktur ist, dann geht es ja. Aber wenn das hartes Eis ist, dann ist das alles zu gefährlich. Ja, und dann mache ich einfach ein paar Bilder und lauf halt wieder zurück. Gut, dann geht's los. Bin knapp eine Stunde unterwegs. Erstes Stück war leicht, jetzt ist es alles so felsig, rockig. Und ich musste jetzt schon die obere Jacke wegtun, weil es mir jetzt warm wird. Aber ich bin mir sicher, weiter oben brauche ich die. Jetzt bin ich schon auf 4000, was war das? 4430 Meter. Naja, fehlen noch ein bisschen mehr als 1000. So, jetzt geht's weiter hier. Ja, das ist alles so softes Zeug. Der Weg ist auch ein bisschen undefiniert, aber ja, ich werde schon durchfinden. Ach so. Und ich laufe nämlich so. Es ist noch ein bisschen, also der Vollmond ist vorbei. Ist aber noch mehr als halb und es reicht völlig. Seht ihr jetzt natürlich im Video alles nicht. Es reicht völlig mit dem Licht. Total cool. Jetzt ist 2 Uhr nachts. Liebe Leute, ich bin jetzt 1,5 Stunden gelaufen. Ich finde es jetzt eigentlich voll easy. Ich wäre jetzt voll fit. Das ist dummerweise, ich habe jetzt die Gruppe schon eingeholt, die sind knapp 50 Minuten vor mir los. Naja, und ich will die jetzt halt nicht überholen. Jetzt warte ich mal, bis die über den Grat sind, werde ich was essen. Und auf jeden Fall, die Aussicht ist schon mal cool, da hinten blitzt die ganze Zeit. Und selbst wenn ich es nicht bis oben hinschaffe, hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Naja, jetzt gucke ich halt. Die sind echt extrem langsam. Also, wenn ich die überhole, dann bin ich ja wesentlich schneller oben. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt esse ich erstmal was. So, jetzt bin ich bei der Gruppe. Das ist ziemlich bescheuert, weil die hinten mir sind langsamer, die vorher mir sind langsamer. Aber ich komme jetzt gerade nicht vorbei. Ich bin definitiv schneller. Ich bin eine Stunde später gestartet und wir sind jetzt am gleichen Punkt. Deswegen, wenn ich jetzt an denen vorbeilaufe, soll es eigentlich gut klappen, dass ich dann, hey, vielleicht bin ich sogar der Erste am Gipfel. Das wäre ja cool. Puh, ist jetzt 4:20 Uhr und ich bin am Gletscher. Und ist begehbar ohne Steigeisen. Also, das ist. Viele Kristalle oben, es ist kein blankes Eis. Und wie ich das sehe, jetzt sind es noch 600 Höhenmeter, wird sich das bis oben nicht ändern. Falls es nicht funktioniert, gibt es auch eine alternative Route, ganz ohne Eis. Die hatte ich von unten gar nicht gesehen. Das heißt, das sollte auf jeden Fall was werden. Mit dem Gipfel, voll geil, seht ihr immer noch nicht. Der Mond. Und um den Mond ist ein riesen Halo und zwar genau über dem Gipfel. Da mache ich jetzt noch ein Foto davon.
dann esse ich vielleicht nur irgend so ein Brötchen und dann geht's hoch. Und ich denke mal, das sollte klappen mit dem Sonnenaufgang vom Gipfel. Geil, oder? Also. Alright, bin jetzt die Hälfte vom Gletscher, 5:15 Uhr. Kann es leicht machen, muss ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt schon für den Tiefen jetzt echt kalt. Ich habe jetzt alles angezogen, was ich habe. Companiero hier, Motorradanzug, lange Unterhose, alles Mögliche. Jetzt pfeift hier echter Wind. Und der Halo ist immer noch da, ich kann ohne Licht laufen. Da unten sind keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall im Hintergrund sind auch Gewitter die ganze Zeit schon. Das ist total toll. Ja, ich laufe jetzt halt immer so, sage ich mal, 20 Höhenmeter, dann warte ich wieder eine halbe Minute, dann wieder 20 Höhenmeter. Also ich merke die Höhe jetzt schon, aber das Schlimmste ist eigentlich die Kälte. Jetzt kommt ja bald die Sonne, dann wird es schon ein bisschen. Sonnenaufgang. Ist leider verfasst, nicht auf dem Gipfel. Aber jetzt wird es hier echt garstig. Also es ist hier solche. Es ist pures Eis. Man muss schauen. Man sieht die Gletscherspalten, ich habe gerade mal einen Stein reingeschmissen. Da geht es auf jeden Fall tief rein. Deswegen muss man jetzt aufpassen. Und wenn ich jetzt die nächste Stunde nicht schaffe, dann kehre ich um. Weil sobald die Sonne kommt, dann wird es hier alles feucht und matschig. Und dann wird es gefährlich. Aber ich denke, bis um. Jetzt ist 7:30 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt 6,5 Stunden unterwegs, Leute. Die Leute unten noch ein Stückchen länger. Und ich denke mal, wenn ich es eine Stunde hoch schaffe, dann habe ich eine halbe Stunde am Gipfel weniger. Und dann zurück, das sollte schon klappen. Aber echt top. Aussicht, voll geil. Vielleicht noch 20 Höhenmeter. Ich komme hier einfach nicht voran. Ich bin fix und fertig. Also nicht mental, sondern weil das alles hier so, das alles so rutschig ist. Und naja, da werden jetzt noch ein paar Spikes ganz gut. Aber ich werde es noch schaffen. 20 Meter. Da kann ich runterrutschen.
da muss ich jetzt wieder rein. Mal kann rutschen. Sorry, besser krieg ich es nicht hin. Wir frieren die Finger weg. Tschüss. Eins bin ich los. Jetzt ist 11. Das heißt, ich war 10 Stunden unterwegs. Ich habe jetzt Kopfweh, das heißt, ich muss runter. Aber vorher will ich hier noch was essen. Das ist hier ein endloses, ihr seht wieder nichts hier, endloses Flussbett. Geht von einem ins nächste. Wir finden einfach den Weg nicht mehr. Die Richtung, die passt schon halbwegs, aber oh, diese Steine, ey. Noch immer hier. Ist da noch zuzogen, jetzt sieht man überhaupt nichts mehr. Richtig nervig. Leute, das ist eine Schnitzeljagd, hey. Also ich weiß jetzt nur noch 100 Meter weg, aber ich sehe einen Scheißdreck. Keine Ahnung, ey. So was Bescheuertes hatte ich ja noch nie, ey. Nächstes Mal mache ich einen Trackback. Als ich so verlaufen habe, glaube ich, mein Leben noch nicht. Das heißt drum, ich war oben am Vulkan. Ich werde es jetzt schon noch heimschaffen. Und ja, ich denke, vielleicht hat es ein paar Fotos auch noch von der Besteigung. So, ich bin zurück beim Motorrad gleich. Jetzt ist 16.15 Uhr. Das heißt, ich war 1, 12, 13, 14, 15 Stunden unterwegs, Leute. Ich bin auch fix und fertig, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Zum Abschluss des Tages, weil es ja so erfolgreich war, regnet es. Ja, ich gehe jetzt gleich ins Zelt und lege mich hin und mache nichts mehr. So, das war jetzt das allerletzte Video, weil ich kann einfach nicht mehr. Tschüss.